So, ich würde sagen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Der Fabi ist auch am Start. Ja, ich weiß nicht, man erkennt es wahrscheinlich schon. Wir sind in der Off-Season, im Lockdown, zum Phantasialand gefahren, um ein bisschen zu filmen, zu gucken, ja, und euch ein bisschen zu erzählen von uns beiden, wie wir uns hier kennengelernt haben. Weil es ist nämlich auch hier im Phantasialand passiert damals, ne? So bringen wir minimal Park-Content hier auf dem Kanal. Genau. Ja, von daher, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Und dann seht ihr ein bisschen von dem Park von außen, das, was wir einfangen können. Und ein bisschen von unserer Geschichte. Jetzt mal oben auf die Plattform und schauen mal, ob sich in Berlin was getan hat. Und was sagst du dazu? Ich glaube nicht, dass sich was getan hat. Aber ich denke, man hat einen guten Blick in Berlin rein. Ja. So ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Genau. Wie gerne man doch jetzt im Wintertraum wäre. Ja, weil wir wären nämlich heute wahrscheinlich dort, genau an diesem Tag. Es ist sehr, sehr traurig. Ja. Naja, kann man nichts machen. Ne? Das stimmt. Aber wenn wir uns alle dran halten, wird das bestimmt auch bald wieder öffnen. Ich hoffe. Stehen wir hier oben beim Haupteingang und man kann Berlin sehen. Ja, zum Greifen nah. Zum Greifen nah, aber doch so fern. Ja. Ja, was wir euch eigentlich erzählen wollten, wenn wir gerade auch hier sind, weil es passt einfach, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ist alles nämlich hier passiert. Genau hier in diesem Park. Wir haben uns mehrfach gesehen hier, auch zufällig zweimal. Sehr lustige Geschichte. Ja, und das finale Treffen und das Ende letztendlich auch über mehrere Monate hinweg, wie es dazu gekommen ist, war alles hier. Angefangen hat die ganze Geschichte nämlich zum Saisonstart 2018. Da war ich hier im Phantasialand mit der lieben Jackie und wir haben uns damals die neuen Klugheim-T-Shirts gekauft. Ich bin ein Klugheimer, haben die auch direkt angezogen. Ja, und sind somit durch den Park gezogen, sind Richtung Woostown gegangen und in Woostown sind wir dann, hier, wie heißt es? Tittle-tattle-tree. Sind Titi-Tatti-Tree, wie ich immer gerne sage, sind wir Richtung Tittle-Tattle-Tree gegangen. Und ja, dort stand dann der liebe Fabi und hatte eine Kamera in der Hand, mit der ich auch gerade filme übrigens. Ja, jedenfalls stand der liebe Fabi dort und war am Filmen und ich direkt, oh Jackie, guck mal, da sind YouTuber, weil wir uns ja schon für das ganze Freizeitpark-Thema interessierten. Aber das mit dem Spruch mit den YouTubern, das war irgendwo da hinten in der Nähe von Tikal. Tikal? Ja. Da bei den Toiletten. Und ich war da an der Wand gestanden. Genau. Ja, jedenfalls ist mir der Fabi dann direkt aufgefallen. Der stand da und war am Filmen. Und in dem Moment hat der liebe Mann sich auch umgedreht und hat geguckt. Ja. Ja, ich habe das halt gehört. Oh, das sind YouTuber. Sowas hört man. Das hört man ständig. Und das ist aber, ja, man fühlt sich eigentlich nicht so als YouTuber immer. Aber man guckt dann trotzdem mal hin, wer das so gesagt hat. Und diese roten Haare sind halt schon sehr auffällig.
Genau, das T-Shirt und die roten Haare. Genau. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war ja zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung und ja, da wäre so an für sich eh nichts passiert. Man, ja, man sieht halt, man guckt halt. Die Geschichte ging halt noch sehr lange weit. Die Geschichte ging dann letztendlich weiter, indem ich dann einen Beitrag bei den Achterbahnfans Deutschland gemacht habe, weil ich mir ja meine erste Jahreskarte gekauft habe, mit Bildern davon, auch mit dem Klugheim-T-Shirt, mit Bildern von mir. Ja, das ist mir dann aufgefallen. Habe ich gesagt, oh, die haben wir heute gesehen. Und da habe ich dann, so in etwa, habe ich das dann auch darunter kommentiert und das war es dann auch schon wieder. Genau, so kamen wir in Kontakt. Ich sage, ach, das war der YouTuber, jetzt weiß ich auch, wer das war. Er hat nämlich drunter kommentiert und somit wusste man schon, wer man war, man wusste voneinander. So, dann ging die Geschichte weiter, indem wir uns auf Instagram gefunden haben und so ein wenig geschrieben haben. Nicht viel, aber einfach nur so ein bisschen. Ne? Es waren immer so kurze Sätze, meistens zu irgendwelchen Beiträgen oder so. Ja, genau. Nichts so wirklich Außergewöhnliches. Und dann ging das Ganze weiter, indem ich wieder mal im Phantasialand war. Er auch, ohne dass wir es wussten, zufällig. Wir haben uns bei Vinyas angestellt, standen in der Schlange. Ich hatte Freundinnen dabei und da habe ich dann auch schon meine Miss Coaster-Seite auf Instagram gestartet und habe gesagt zu meinen Freundinnen, oh, ich muss gleich aber mal noch vloggen. Und in dem Moment dreht sich dieser Herr hier einfach um, weil er stand vor mir. Ja, ich dachte so, also, ich weiß nicht, ich dachte so, okay, wer vloggt hier noch? Ne? Habe mich halt umgedreht, um zu gucken, wer das ist. Und ich hatte das im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm, dass das sie ist. Irgendwie dann, ja, okay, Miss Coaster, ja, alles klar. Ja. So ein bisschen. Ja, so kam er dann zum ersten Mal wirklich in ein Gespräch. Ich konnte damals auch noch nicht, also dieses Kommentieren in Facebook und dann dieser Zusammenhang mit Miss Coaster, das kam dann irgendwann später zusammen. Ja, ja, jedenfalls kamen wir ins Gespräch. Wir haben uns dann auch noch später auch nochmal getroffen. Irgendwo da, ich glaube, kurz vor River Quest und haben da dann auch nochmal gequatscht. Ja, ja, genau. Das war dann die zweite Begegnung. Ja. Ja, und dann war lange kein Kontakt eigentlich. Da ist ein bisschen Zeit verstrichen. Und dann ging das Ganze weiter im Wintertraum. Ja, da hat der Fabi nämlich irgendwann mal mir geschrieben. Ich weiß nicht, ob das auch wieder auf irgendeinem Post oder irgendeine Story war. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass er gerade auch im Phantasialand ist. Und da ich ja eine Jahreskarte habe, ja, ob ich nicht einfach mal Bock habe, auch zu kommen. Weil der Fabi war auch mehrere Tage dort zu dem Zeitpunkt. Genau, ne? So war's. Ja, letztendlich bin ich dann an einem Samstag dahin gefahren. Hab den Fabi dann da getroffen und dann haben wir uns kennengelernt, in Anführungsstrichen, oder? Ja, das war so die erste, das erste persönliche Treffen, was wir ausgemacht haben. Unternimmt man was zusammen. Genau. Das war allerdings auch eher unverbindlich, sage ich jetzt mal. Ja, ohne irgendwelche. Freundschaftlich. Also von Anfang an einfach nur freundschaftlich, ohne irgendwelche Gedanken. Weil, ich meine, wir waren beide Single in dem Moment, aber. Ja, ich meine, ich war auch mit Freunden unterwegs. Weil ich habe, glaube ich, mal geschrieben, ja, ich wäre jetzt gerne im Winter drauf. Ich sage, ja, kommt doch einfach vorbei, wo ist das Problem? An diesem Tag habe ich übrigens auch die anderen kennengelernt, unter anderem auch den lieben Andy, Parktube, liebe Grüße an dich. Und ja, wir haben den Tag cool zusammen verbracht, sind abends in die Bar gegangen, haben viel ausgetauscht zusammen und ja, somit ging die ganze Geschichte dann weiter. War sehr lustig. Und ab dem Moment hat sich dann unsere Freundschaft aufgebaut. Wir haben viel telefoniert, wir haben den Kontakt auf jeden Fall gehalten. Wir haben uns weitere Male getroffen im Phantasialand, im Wintertraum vor allen Dingen. Es war mal mehr, mal weniger. Aber der Kontakt war immer da. Das ging eine ganze Zeit, über ein Jahr hinweg bestimmt. Ja, nee, nicht ein Jahr. Also es war dann letztendlich ja Ende 2018 und weiter ging das Ganze dann 2019 im, wann war das nochmal? Wann haben wir beschlossen, dass wir zusammen einen Urlaub machen, das muss man überlegen. Früh war das. Früh. Das war bestimmt April. Im späten Frühjahr, sage ich jetzt. Genau. Mal. So, erstmal ein Perspektivenwechsel, mein Arm wird mir schlapp, der fällt gleich ab. Ja, jedenfalls haben wir dann im Frühjahr 2019 beschlossen, lass doch zusammen mal Urlaub machen, weil, Zufall nämlich, wir hatten zur selben Zeit im Sommer 3 Wochen Urlaub. Ja. Genau, das war wirklich Zufall. Es war letztendlich auch so, dass ich ja noch eine Mandel-OP hatte im Juni und ich habe gerade zu ihm gesagt, ich muss gucken, wie es mir geht. Wir schauen, wenn alles gut verlaufen ist, komme ich dann und dann vorbei, wo wir halt Urlaub haben und dann, ja, machen wir einfach mal eine Tour. Einfach freundschaftlich, unverbindlich, oder? Ja, genau. Weil ich war eh alleine und so alleine durch die Freizeitparks hätte ich wahrscheinlich eh nicht gemacht. So hat sich für mich dann die Möglichkeit ergeben, eine Tour zu machen, was ich ganz cool fand. So ist unsere erste Freizeitparktour passiert. Ja. Somit war ich dann beim Fabi angekommen und wir haben eine Tour gemacht durch den Europapark, durchs Phantasialand, nach Walibi, nach Belgien. Das also, war echt lustig. Das war super cool. Das war geil. Also ne, das war alles auch immer noch freundschaftlich. Also wir hatten beide eigentlich überhaupt keine Hintergedanken dabei. Wir sind ganz easy an die Sache rangegangen. Ja komm, wir machen uns einen geilen Urlaub zusammen.
Ja gut, ich sage mal so, gegen Ende dieses Urlaubs hat man schon vielleicht genau gemerkt. Ja. Da könnte was sich anbahnen. Aber es war wirklich, da war gar nichts. Da ist überhaupt nichts gelaufen. War eine lustige Zeit. Ja. Und ja. Ja, letztendlich war es dann so, wir haben ja nicht die vollen 3 Wochen geplant. Ich glaube, es war eine oder anderthalb, ne, wo ich bei dir war. Ja. Ja. Und dann war es letztendlich so, ey, es war so cool. Hast du noch Bock, ein paar Tage später zu mir zu kommen? Wir führen das bei mir dann fort. Dann sind wir ja noch zu Kirmes gefahren nach, wo war das nochmal? Kranger Kirmes. Anna Kirmes, ich glaube auch, aber Kranger Kirmes war dann, wo wir ja, bei wir mir waren. Einiges, ja. Und unter anderem sind wir dann auch wieder ins Phantasialand gefahren, wo wir dann auch den Alex und die liebe Jessie getroffen haben. Ich habe die Jessie da kennengelernt an dem Tag. Wir haben einen richtig coolen Tag zusammen verbracht. Das war richtig lustig. Das war, glaube ich, so ziemlich Ende gegen dieses Urlaubs, genau. Ja, und wir haben dann, haben wir natürlich auch öfter dann zusammen in Hotels gepennt, auch wie gesagt, eigentlich nur freundschaftlich, haben dann hier das Hotel Matamba oder was, Lingbao? Hier hatten wir... H+ hatten wir, genau, wir waren im H+. Aber man muss sagen, an diesem Phantasialand-Besuch, da hat man schon gemerkt, dass was ist. Also, es wäre auch komisch gewesen, wenn es nicht so wäre. Alex und Jessie haben das schon länger da prophezeit. Ja. So, auf jeden Fall. Ist okay, redet weiter. Ja. Und dann ging das eigentlich ganz los, indem wir dann noch in der Lee River Bar waren, einen Cocktail getrunken haben. Ja, und dann ist es mehr oder weniger passiert in Chinatown, hier im Phantasialand. Das war eigentlich ein sehr romantischer Moment. Genau. Weil, das war dann, da konnte man ja noch in Chinatown unten rein. Ja. Abends, wenn es dunkel war. Da war halt keine Menschenseele, so wirklich. Also nicht viel und ja, es ist ein sehr romantischer Fleck. Ja. Ja. Ja, so ist es dann passiert. Wir sind natürlich dann zusammengekommen und haben dann unseren Lifestyle, wie man jetzt immer noch sehen kann, weitergelebt. Im Phantasialand, in anderen Parks. So haben wir uns kennengelernt, so ist es passiert. Ganz viel durch Zufall, ganz viel durch die Community, durch unser gleiches Hobby. Und ja, wir sind sehr froh darüber, dass das so gekommen ist. Ja. Ne? Wer es schon immer mal wissen wollte, hier habt ihr unsere Story. Klar, aber ich denke, es geht bald wieder aufwärts. Jetzt haben wir schon einiges an Material gesammelt. Jetzt gehen wir zum Mystery Parkplatz und gucken mal, ob wie die anderen Jahre auch die leeren Boote von Flussquester stehen. Schauen wir mal. Wir stehen hier jetzt im Mystery-Bereich, noch nicht ganz Bereich, beziehungsweise auf dem Mystery-Parkplatz und der Fabi späht schon da durch. Was können Sie sehen? Den Weg kann man sehen. Den Weg kann man sehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Kamera drauf kriege. Aber ich gehe mal weiter zurück. Wo man hier eigentlich durchgeht, hier hinten, da,
ist zugeriegelt leider, ne? Aber wir kommen auf den Parkplatz. Sonst in der Offseason war es immer so, dass Bauzäune vom Parkplatz waren und die River Quest Boote hier standen und die wahrscheinlich hier gelagert oder gewartet wurden, ja. Und ja, dementsprechend können wir jetzt so ein bisschen hier rumlaufen und schauen uns das ein bisschen an. Auch die Parkplatzautomaten sind geschlossen. Wir laufen jetzt gerade auf den China-Parkplatz. Hier gibt es ja so einen schönen Durchgang vom Mystery-Parkplatz aus. Oh, hier riecht es nach Feuer. Also wir haben auch gerade schon gesehen, überall ist es am Dümmeln. Die Heizungen sind an. Ich glaube, die sind da auch schwer am Arbeiten. Wahrscheinlich einfach die ganz normalen, notwendigen Arbeiten, die gemacht werden müssen. Und die ganze Winterdeko ist auch noch dran, woll? Ja, die ist auch noch dran. Die ist auch noch dran. Mal gucken, wann sie die wegmachen. Ich denke mal nicht, dass sie zum Saisonstart noch da sein wird. Kalt und nass. Wundervoll. Hast du jetzt denn was vom Popo? Ja. Steh mal auf, dreh dich mal um. Nee, man sieht nichts. Nicht. Leider kommt man nicht auf das Gelände vom Hotel Lingbao. Der Parkplatz ist abgesperrt. Da hätte ich auch gerne noch ein paar Aufnahmen gemacht, gerade auch, weil ich mit diesem Hotel sehr viel verbinde. Sehr gerne da in die Bar gehe. Ach ja. Somit ist unser Rundgang um den Park beendet. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, vielleicht doch noch mal ein paar schöne Ausblicke vom Phantasialand bzw. das, was man sehen kann, zu bekommen. Ist halt schade, ich kann keine Freizeitpark-Videos im Moment drehen, wenn man dann gerade mit YouTube in einem Lockdown anfängt, aber ich habe es mir so ausgesucht. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse, einen lieben Gruß von uns beiden noch an die tollen Security-Männer vom Phantasialand. Ja. Wir wurden jetzt. Es sind jetzt bestimmt schon zwei Stück zu uns hergekommen. Und genau. Total freundlich, ne, was wir denn hier machen. Genau. Ja. Ja, dann haben wir das wieder erklärt, ja, der und der Kanal. Ja, die wollten ja dann gerne auch mal gucken. Ganz locker. Ja, genau. Ich meine, man läuft ja auch eigentlich nur im Park. Ja, klar. Macht ja nichts Problems. Genau. Das sind wir auch nicht entlang, wir haben viele Leute gesehen. Das stimmt. Ja. Ja, von daher einen schönen Gruß und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!